Tja, Freunde, da bin ich auch schon wieder hier bei Alan Wake, beim Remastered. Ich hab mal überlegt, ich habe jetzt den Ton etwas so angepasst, dass man mich, dass ich nicht so übersteuere. Und ich hoffe, man hört mich noch gut. Und ja, das sehe ich ja dann in der Bearbeitung. Wie ich schon erwähnt habe, ich habe über ein halbes Jahr gebraucht, um das Spiel weiterzuspielen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich da keine Lust hatte. Aber man hat ja auch viele andere Dinge. Und ihr könnt es, denke ich mal, verstehen. Jetzt lass es mal dem. Genug gejammert. Jetzt widmen wir uns mal dem Spiel. Aber auch schön hier, ja, diese ganzen Spuren und so. Remaster halt. Also ich versuche immer noch rauszufinden, was das Remaster so richtig unterscheidet vom Original Alan Wake, weil ich das ja auch rauf und runter gezockt habe. Und Moment, sorry, wenn ich nochmal umschalte. Wie immer, ich nehme auf einem TV und deswegen muss ich ab und zu mal schalten. So, es kann weitergehen. Wir müssen zu Barry zurück. Es war der Entführer. Sie Mistgab! Wo ist meine Frau? Schluss mit dem Blödsinn, Wake. Sie liefern das Manuskript und kriegen dafür Ihre Frau zurück. Ganz einfach. Ich kann nicht. Halt, hören Sie. Ich brauche Zeit, um es abzuschließen. Mir fehlt das Ende. Ich brauche eine Woche. Nicht fertig. Ich brauche eine Woche. 2 Tage. Hier in der Nähe ist das alte Bright Falls Bergwerk. Sie können es nicht verfehlen, Städter. Im Hauptgebäude, um 12 Uhr mittags. Sie geben mir das Manuskript und kriegen Ihre Frau zurück. Wenn nicht, tja, kapiert. Ja, ich verstehe. Boah, das alte Bergwerk, wenn ich das höre, also ich kenne es ja noch vom Original, also Alan Wake, wo es rauskam und das alte Bergwerk, das ist jetzt nicht gerade günstig, weil Alan Wake, er kann ja nicht wirklich richtig gut springen und hier war ich auch schon, wie es aussieht. Das Licht bleibt an. In jedem Spiel, was irgendwas in nur Ansatz mit Horror zu tun hat, sollte man das Licht einschalten. Ah, nein, von hier komme ich. Okay. Ja, dann lass mal in die Richtung gehen. Das alte Bergwerk. Aber erstmal zu Barry, weil das war ja eigentlich unser Hauptziel jetzt erstmal. Und ich sehe hier schon die Vögel kreisen. Kann ich da jetzt schon was machen? Nein. Die Vögel im wahrsten Sinne des Wortes ist ja auch, das Spiel ist ja auch aufgebaut auf. Barry hatte am Telefon über Vögel gesprochen. Ja, ein, zwei sind da schon am Fliegen. Also die Vögel, die Vögel. Bla bla bla. Den Film. Oh, übrigens, so ein Klappstuhl, so ein Gartenstuhl, ich glaube, die sehen überall gleich aus. Ja, egal was für Spiel man nimmt. Das nur mal nebenbei. So, ich schaue mich nur noch mal um, weil ich hatte es auch schon mal erwähnt. Ich habe ja die Seiten noch nicht alle gefunden. Ob das jetzt das Spiel ist oder. Ah, ich habe. Wie viel Munition habe ich? Ich habe 5 Patronen mit dem. Okay, dann lass mal schauen. Ah, jetzt geht's los. Muss ich die erstmal loswerden. Der faselt da drin schon vor sich hin. Es sind ja vom Prinzip her nicht unbedingt. Die Wahnsinnsgegner, jetzt sag ich mal. Aber in ungewöhnlichen Situationen. Können die
ungewöhnlich nervig sein. Alalea, war das war jetzt wirklich. Wie viele noch kommen, bis ich ins Haus darf. Und das auch. Die stürzen eher vom Himmel hier. Und? War es das? Nicht. Oh. Lass die Tür aufmachen. Die sind weg. Ja, die sind weg. Das ist auch schön so. Oh, du Pfeife, ey. Okay, gut, wenn ich denke mal, wenn solche Krähen angreifen, das ist dann schon heftig. Oh, Moment. Ich kam von hier. Ich will mich aber noch mal umschauen. Hier ist nämlich was Gelbes, bevor ich zu ihm gehe, denn es geht hier um den Abend. Da. So, ich genieße das, wenn hier Ruhe herrscht. Ja, ihr seht's. Oh, was habe ich denn jetzt geschafft? Verfolg. Verborgene. Fünf verborgene Kisten entdeckt. Na, das ist doch mal was. Ja, wie schon gesagt, bevor ich hier reingehe, das kann natürlich auch sein, ich entdecke hier noch irgendeine Seite oder sowas. Das ist ja auch Dinge, die ich nicht vergessen darf. Ja, weil so. Ja. Ich dachte, du wärst durchgeknallt, Mann. Ich bin nicht durch. Ach ja, okay. Ich schickte Barry in die Stadt, um nach einem Mann zu fragen, auf den meine Beschreibung des Entführers passte. Er sollte sich das Archiv der Lokalzeitung ansehen. Vielleicht konnte er was herausfinden. Irgendwas über die verschwundene Insel und die Hütte. Der Mann wollte ein Manuskript. Ich musste eins schreiben, um Alice zurückzubekommen. Für mich war das Übernatürliche immer eine Metapher für die menschliche Psyche gewesen. Etwas, das man beim Schreiben einsetzen konnte. Jetzt passierte das alles wirklich und ich brachte nicht ein Wort zu Papier. Barry Wheeler hier. Hier ist Rose. Rose? Ich habe Mr. Wakes Seiten gefunden. Oh, Sie wunderbares, kluges Mädchen. Könnten Sie und Mr. Wakes Sie abholen? Ich wohne in der Wohnwagensiedlung vor der Stadt. Wir sind in etwa einer Stunde da. Bis gleich. Einen schönen Tag noch. Kommen Sie bald wieder. Willkommen im O-Theater. Gutes Kind. Auch genial gemacht, diese ganzen Sequenzen, ja. Come here. Ja, damit. Pretty please, can you tell me where I am? Bisher bei Alan Wake. Alice war entführt worden. Alan, bitte hilf mir. Alice? Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Ich kann es nur meinem Agenten Barry erzählen. Verdammt, Barry, Sie töten sie. Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Das Lösegeld ist ein Manuskript, das ich angeblich schrieb und das vor meinen Augen wahr wird. Es geschah genauso, wie es auf der Seite stand. So dunkel. Ich habe nur ein paar einzelne Seiten gefunden. Ich will das ganze Manuskript. Die Deadline ist in 2 Tagen. Ich habe Mr. Wakes Seiten gefunden. Gutes Kind.
Wie zum Teufel ist sie überhaupt ans Manuskript gekommen? Ich weiß nicht. Sie hat's einfach drauf. Ich sag dir, du warst zu hart zu ihr. Übrigens, ich bin bei meinen Recherchen auf ein paar unglaublich interessante Sachen gestoßen. Ja? Mr. Wake, hier ist Sheriff Breaker. Bei mir sitzt ein FBI-Agent, Agent Nightingale. FBI? Er möchte Sie gerne sehen. Sie sollten auf die Wache kommen. Okay, bin gleich da, Sheriff. Beeilen wir uns damit ein bisschen, ja? Kann ich helfen? Ich bin Randolph, der Verwalter. Wir wollen zu Rose, die Kellnerin aus dem Diner. Rose? Ja, nettes Mädchen. Und wer sind Sie? Ich bin Alan Wake. Der Schriftsteller, was? Ich habe im Radio gehört, dass Sie hier sind. Na, ich zeige Ihnen Ihren Wohnwagen. Rose ist ein nettes Mädchen. Zahlt immer pünktlich die Miete. Wie ich schon sagte, ich habe ziemlich viel merkwürdiges Zeug im Archiv der Lokalzeitung gefunden. Dieser Ort ist verrückt. Verschwundene Leute, mysteriöse Todesfälle. Na, ich schaue mich mal einfach mal so um, ja. Ja, dieser Ort ist verrückt. Da sind einige Dinge, also vielleicht bilde ich mir nur ein dazugekommen, vielleicht hat man hier mehr hingestellt oder so. Die Indianer glaubten, der See wäre ein Tor zur Unterwelt. Ich bin eher der gottesfürchtige Typ. Ich glaube nicht an solche Dinge. Ja, okay. Ich muss wohl bei ihm bleiben, ne? Wegen dem Schlüssel, den ich brauche. Thomas Zane gehörte. Einigen Artikeln stand er als ein berühmter Schriftsteller. Ich habe recherchiert, aber nichts gefunden, was er geschrieben hat. Zane war begeisterter Taucher. So begeistert, dass die Insel schließlich Divers Isle genannt wurde. 1970 brach der Vulkan unter dem See aus und Zane ging mit der Insel unter. Ah, okay, wir müssen mitlaufen und ansonsten... Also läuft der Typ hier nicht weiter, das bringt uns dann auch nichts. Kontrollpunkt. Ja, verrückt. Morgens war er einfach da, als sei er vom Himmel gefallen. Aber es würde einen Tornado brauchen, um so etwas anzuheben. Verdammtes Glück, dass er keinen Wohnwagen getroffen hat. Ja, ich muss ihm folgen, weil der Typ ist dafür verantwortlich. Um für mich dieses Tor zu öffnen. Ich kann es ja mal probieren, aber ich komme ohne ihn nicht da durch. Und es kommt noch besser. Ein Mädchen aus dem Ort, Barbara Jagger, war nur eine Woche vorher im Cauldron Lake ertrunken. Sie waren ein Paar. Klar, Jagger ist hier die Gruselgeschichte. Die kratzende Hexe. Sie holt einen in der Dunkelheit. Kindisches Zeug halt. Aber jetzt komme ich zum Allerbesten. Alle diese Artikel wurden von Cynthia Weaver geschrieben. Ich habe mich umgehört und sie ist diese verrückte alte Obdachlose. Was, die Lampenlady? Ist manchmal ein bisschen verrückt, aber sie ist nicht Obdachlose. Ja, jedenfalls kannte sie Jagger und Zane, bevor beide umgekommen sind. Danach hatte sie eine Art Kollaps. Oh, Mr. Wake. Ich bin so froh, dass Sie da sind. Rose, Sie haben ein Manuskript? Oh. Oh ja. Ja? Bitte kommen Sie herein. Hey, das ist ja echt gut. Rose. Ja? Mein Manuskript. Ich brauche es wirklich. Ich habe verstanden. Ich weiß, was Sie brauchen. Eine Muse, die sie inspiriert. Arthur Barry. Sie hat überhaupt nichts. Ja, hey, was ist... Oh. Barry! Was? Was? Hm.
ist hinter ihm her, versteckt unter Barbaras Haut. Ich bin zu schwach, es aufzuhalten. Machen Sie das Licht an. Ich habe versprochen, vorbeizukommen. Zu Ihnen und Ihrer Frau. Man muss beenden, was man angefangen hat. Ich bestehe darauf. Sie müssen das Licht anmachen. Das Licht anmachen. Ah. Zurück an die Arbeit. Was? Mir war übel, wie bei einem Kater. Nur die Wut hielt mich aufrecht. Ich kann Realität und Traum nicht mehr unterscheiden. Aber eine imaginäre Lektorin hilft mir. Eine alte Frau in einem Trauerkleid. Ich nenne sie Barbara Jagger. Sie ist sehr streng. Ich schreibe immer schneller. Mein Manuskript wird stark überarbeitet. Es wird immer extremer, immer weniger von mir und immer mehr von ihr. Ich hasse es, aber ich weiß, sie hat recht. Sie sagt, dass ich so Alice retten kann. Sie weiß mehr als ich über die komplizierte Beschwörung, die ich vorhabe, über diesen Ort. Sie hat so etwas mit einem anderen Autor schon einmal gemacht, mit Thomas Zane. Das Genre der Geschichte scheint sich zu ändern. Sie wird zu einer Horrorstory. Ich bin nah dran, ich fühle es. Ja, ich habe übrigens mal nachgegoogelt, ob es diesen Ort Bright Falls wirklich gibt. Ja, es gibt viele mit dem Namen in den USA, mit dem Namen Falls oder Bright. Ja, aber Bright Falls direkt habe ich nicht gefunden. Ist ja immer interessant, sowas mal zu wissen. Ja. Rose hatte mir einen Tag gestohlen. Mir blieben weniger als 12 Stunden bis zum Treffen. Ich konnte nur Barry ins Auto packen und mir unterwegs einen Plan ausdenken. Willkommen im Oh Dear Diner. Was darf ich Ihnen bringen? Kaffee. Irgendwie konnte ich Rose nicht wirklich hassen. Etwas benutzte sie, um mich zu bekommen, und hinterließ Spuren. Das erste Nachfüllen ist kostenlos. Milch und Zucker stehen da drüben. Meine Waffe und meine Taschenlampe waren weg. Ich musste Barry möglichst schnell irgendwie ins Auto kriegen. Die Zeit drängte. Barry ins Auto kriegen, okay. Mal sehen, was auf der Seite steht wie jetzt. Oh, das geht wieder von vorne los. Ich befürchte wirklich, dass ich diesmal auch die ganzen Seiten irgendwie nicht... Mr. Randolph mochte Rose, ihr kleines Lächeln, wie süß sie noch war, obwohl das Leben so sehr versucht hatte, sie zu verbittern. Es ging ihn nichts an, was sie in ihrem Wohnwagen trieb, aber diese Fremden, der Schreiber und sein vorlauter Partner, sie sahen nach Ärger aus und waren dort nun schon seit Stunden drin, dabei schlief sie sonst um diese Zeit. Er rief das Büro des Sheriffs an. Okay, das ist zeitnah, was jetzt passieren wird. Ich muss Barry ins Auto bringen. Muss ich ihn denn dann irgendwie mitnehmen? Barry war erledigt. Er war zu schwer zum Tragen. Ah, genau diese Frage habe ich mir gerade gestellt. Genau. Ich hätte mehr Geld. Okay, wir schauen uns mal um, ja. Bevor hier das nächste Chaos losgeht, schaue ich mich mal etwas um. Vielleicht ist ja doch noch was, was ich vergessen könnte. Oder auch nicht. Ich weiß, ich muss vorwärts gehen, ich muss in die Richtung gehen. Aber mir geht es auch darum, nichts zu vergessen. Oh, Radio. Ich war gerade kurz frische Luft schnappen und ich sage euch, das Wetter wird heftig. In Nächten wie dieser bin ich besonders froh, hier im Studio und nicht zu Hause zu sein. Bei einem solchen Wetterumschwung wälze ich mich nur hin und her, an Schlaf ist nicht zu denken. Ich quäle mich mit düsteren Gedanken herum, die manchmal sogar in Albträumen enden. Geht es? Ja, ich glaube, das müssen wir nicht ganz hören, vielleicht. Oder? Aber ich hoffe trotzdem, dass ich... Es ist halt ein Radiosender. Okay, ich glaube, ich finde hier nichts Spannendes. Ich hoffe mal, es ist mit dem... Ah, okay, wir kommen gleich dahin. Wir kommen gleich dahin.
es noch irgendwas zu finden gibt, dann gibt es das hier irgendwo zu finden. Oder auch nicht. Denn der FBI-Agent ist schon unterwegs. Ich glaube, ich hatte hier schon, wo ich rein bin, alles abgesucht. Oh, jetzt haben sie es. Gott weiß, was sie mit dem Mädchen gemacht haben. Hier ist Agent Nightingale, FBI. Hände hoch, Hemingway. Sie sind verhaftet. Eine Bewegung und ich schieße in ihre verdammte Fresse. Bleiben Sie, wo Sie sind, Elaine. Was zum... Ich stehe hier, Sie gottverdammter Vollidiot! Ich ließ Barry nur ungern zurück, aber ich durfte das Treffen mit den Entführern nicht verpassen. Geben Sie auf, Mr. Wayne! Okay, dann lass mal fliehen jetzt. Dürfte nicht so schwer sein, sei denn Alan Wake ist wieder mal am Durchatmen. Also, ich weiß nicht, so schlank wie er ist, ein Mensch, der auf der Flucht ist und so schlank ist, ja, dürfte eigentlich kein Problem haben, schnell zu laufen. Hier, ja, seht ihr? Still bleiben! Da ist er! Ja, kein Wunder, ich würde ja auch gerne durchrennen. Okay, Leute, haltet die Augen offen. Er wird versuchen, hier durchzukommen. Wo ist er hin? Verdammt. Ja, das sage ich mir genau. Ja, ist klar, ey. Alan, lauf, ey. Wenn jemand auf mich schießt, dann laufe ich. Dann gibt's für mich keinen Morgen mehr. Dann bin ich weg. Ich glaube, jeder würde das so machen. Ich meine, man hat noch nicht auf mich geschossen, davon abgesehen. Oh, ey. Habt ihr es gesehen? Diese Art zu laufen, diese Art zu springen, das hätte man im Remastered wirklich ändern können. Ja, ist wirklich so. Er ist weg! Los, Leute! Wir müssen ihn abfangen! Okay. Jahrzehntelang hatte das Dunkel in Gestalt von Barbara Jagger unruhig in seinem dunklen Heim und Gefängnis geschlafen. Es war hungrig und gequält. Es träumte von den glorreichen Nächten, als der Dichter es aus der Tiefe rief und ihm einen kurzen Vorgeschmack auf Macht und Freiheit gab. Die Rockstars hatten es aus dem Schlaf erweckt, in dem es der Dichter letzthin versenkt hatte. Als es den Autoren auf der Fähre spürte, schlug es die Augen auf. Ja, okay so. Ja, ich sage nur. Ah, jetzt kommt wieder, jetzt irgendwas kommt ja wieder. Es ist schon wieder was Dunkles unterwegs. Und das war's dann auch mit der Polizei. So in diese Richtungen. Es kann ja sein, dass hier was passiert, aber es kann aber auch sein, dass du da zurückgehalten wirst. Und du verpasst was, hier oben blinkt zum Beispiel was. Und das dürfte wieder eine Seite sein. Und deswegen nehme ich das mal auf mich und lass mal hören, was drin steht. Ja. Oh, das ist schon weiter fortgeschritten. Ja. Rose wusste nicht, wie die seltsame Alte in ihren Wohnwagen kam. Sie sah falsch aus. Die Frau zeigte bei ihrer Version eines Lächelns die Zähne und strich ihr mit einem Finger über die Wange. Hübsches Mädchen, sagte sie. Rose war, als würde sie einschlafen, aber ihre Knie knickten nicht ein. Die Alte flüsterte ihr ins Ohr. Worte, dunkel und kalt wie Eis. Obwohl, das ist ja gar nicht so lange her, aber warum sind die Seiten zwischendurch? Warum fehlt das immer zwischendurch zu? Hm.
frage ich mich jetzt mal. Wer weiß? Wer weiß das schon? Warum zwischendurch die Seiten fehlen? Ich schau mal kurz und muss feststellen, dann hat er wieder gespeichert und es war ja wieder spannend und wir sind auf der Flucht vor dem FBI-Agent und der, ja, der diese ganzen Namen, diesen ganzen Autoren erwähnt, was ich irgendwie komisch finde. Ich bin Alan Wake und gut. Aber sei es drum. Ich hoffe, ihr wart bis hier dabei, bis hierhin. Und wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bis zum nächsten Part hier bei Alan Wake. Die Remastered-Version. Ich bin das Merk. Tschüss.